Hallo und herzlich willkommen, ich bin Sans und wir spielen LS22 in Silverrun Forest. Irgendwie will er gerade, da ist er, den sieht man so schlecht. Ja, ihr seht, ich bin noch fleißig dabei hier mit der Stubbenfräse. Keine Ahnung, wie das Ding, Stubbenfräse. Whatever. Jedenfalls mache ich noch fleißig Baumstämme weg. Und den sieht man echt nicht. Ne? Wenn ich, jetzt ist er weg. Er ist weg. Ich muss mal die Ansicht wechseln, sonst wäre ich wahnsinnig. Aber ihr guckt, wenn ihr auf die Uhr guckt, es wird auch schon langsam spät. Das heißt, ich werde jetzt hier noch, wir werden hier noch so ein paar, wir machen den hier noch weg. Das reicht. Einfach nur mal, um das zu präsentieren. Das haben wir beim letzten Mal nämlich nicht gemacht. Also die Dinger kriegt man auch gut weg. Zack. Geschichte damit. Und, so. Sprit ist auch schon fast leer, liegt aber auch daran, dass ich ja ein bisschen AFK das Spiel hatte nebenbei laufen lassen, während ich hier Video geschnitten habe und die mitschneiden war es ja nicht, aber das Rendern und so und Thumbnail und ihr wisst, was halt so nebenbei ansteht. Und dann habe ich noch Kommentare beantwortet und ja. Jedenfalls ist dann die Zeit ein bisschen vorangeschritten. Ich glaube, der Motor von dem Gerät hier war auch noch an, sehr ökologisch Sense. Ja. Ist, wie es ist. Wir lassen das mal hier stehen. Wir haben andere Pläne heute. Aber wir möchten noch mal ganz kurz über das Feld sprechen. Und zwar, ich weiß gar nicht, wie genau ich drauf eingegangen bin, aber hier wird Gras drauf kommen. Das ist der Plan. Den habe ich mir jetzt überlegt. Und zwar aus einem einfachen Grund. Ich glaube, ich habe das im Stream, habe ich das kurz angequatscht. Aber sonst nicht weiter. Nur, dass wir hier Feld machen, vielleicht hin und her philosophiert. Aber der Plan wird sein, dass wir das ganze Feld hier erstmal zu einem Grasfeld machen. Es ist ja schon Gras drauf, aber ich werde es ordentlich halten und mir nicht das Gras hier ercheaten durch das Drauf und Dran, sondern wir werden hier richtig ein Feld erstellen mit allem Drum und Dran. Wir werden uns dafür einige Werkzeuge mieten. Wir werden uns zum Beispiel einen Flug mieten. Und da werde ich wahrscheinlich wieder auf meinen wunderschönen Lizard-Meisel-Gruppe zurückgreifen. Die Leute, die mich schon länger verfolgen, die kennen das Ding. Weil ich keinen Bock habe auf die Flüge hier. Damit ein Feld zu erstellen, macht einfach keinen Spaß. Deswegen nehme ich den hier. Ist auch irgendwo in der Mod-Beschreibung, müsste der drin sein. In meiner Mod-Liste müsst ihr mal in die Beschreibung gucken, falls euch das interessiert. Gucken wir uns aber auf alle Fälle zu gegebenen Zeitpunkt dann mit an. Damit werden wir hier ein Feld erstellen. Dann werden wir uns wahrscheinlich eine Sämaschine mieten, auch nur. Irgendwas in der Richtung und werden hier Gras drauf ansehen. Da mache ich es auch relativ unkompliziert. Und dann brauchen wir nämlich lediglich einen Traktor und ein Mähwerk. Ne? Mähwerke müssen wir mal schauen. Gibt's ja viele Möglichkeiten. Die hier wäre eine Idee. Aber die hat die Schwartablage? Doch, ich glaube, hat die, ne? Die wollte ich, glaube ich, schon immer mal testen. Die Vicon. Ich glaube, das ist eine Mod-Fräse. Genau, weg. Extra Pack Mod. Die braucht 320 PS. Vergesst den ganzen Spaß. Das wird vom Traktor her wahrscheinlich viel zu teuer. Außer wir finden was Gutes im Angebot. Dann müssen wir dann mal schauen, wenn es soweit ist. Ich denke, mähen werden wir erst im nächsten Jahr. Aber da werden wir ein bisschen was investieren müssen. Ich sag mal nicht mehr wie hier vielleicht 90.000. Die Pöttinger wäre ja okay. Und dann werden wir einen Traktor brauchen. Und zum Verarbeiten dann, glaube ich, irgendwie entweder einen Ladewagen oder eine Ballenpresse. Ballenpresse ist wahrscheinlich mein Favorit. Auch da müssen wir dann einfach mal gucken, was wir da machen. Da gibt es ja einige Optionen. Ansonsten haben wir ja für unseren Kompaktlader die Möglichkeit, ganz geschmeidig eine Ballengabel uns zu holen. Oder eine Folienballenzange. Irgendwie sowas in dem Dreh. Das müssen wir uns einfach mal überlegen, wenn es soweit ist. Aber da sind die Investitionen, finde ich, noch überschaubar. Ich habe mir Folgendes gedacht. Wir werden uns den hier holen. Den Kollegen und mit dem mal ein bisschen rumspielen, weil 58% den werden wir als Ballenwagen vielleicht früher oder später brauchen, sowas in der Richtung. Vielleicht nicht unbedingt in Lila, vielleicht, weiß auch nicht, ich finde eigentlich die grünen Töne gar nicht so schlecht. Man sieht die Anhänger dadurch eigentlich echt gut. Und Design, das ist ja verrückt, das ist ein neues Design, oder? Kann das sein? Für Ballen zum Hochstapeln? Ist das möglich? Ich glaube, ich möchte tatsächlich Design 1. Mein Plan geht so ein bisschen, ich weiß, es ist wieder ein Drehschemel und die sind eigentlich, ich mag die nicht so gerne, aber für das Geld kriegen wir jetzt halt nichts Besseres. Ne? Und der Punkt ist, dass wir hier vielleicht auch ein bisschen Holz transportieren können für den Anfang. Denn naja, wir müssen mal gucken. Wir müssen mal gucken, wie wir das alles handhaben. Und ich glaube, wir können theoretisch
Es funktioniert zwar dann auch alles wieder nicht so, wie ich mir das denke. Wie ist denn das mit dem anderen Radlader? Wo steht denn der Kollege? Was ist schon wirklich ganz schön finster. Aber der hat auch, guck mal, der hat nämlich auch. So, hier werden wir mit Licht fahren müssen heute. Es wird mal eine Folge im Dunkeln. Können wir in die Kommentare schreiben, ob das sehr nervend ist. Aber es gehört halt so dazu, ne? Ich meine, ich versuche das in Zukunft, also tendenziell versuche ich das generell zu vermeiden, weil ich eigentlich nicht so lange brauche, bis ich einen Monat durchgespielt habe. Aber ja, wie in dem Fall lässt sich das alles nicht halt nicht immer unbedingt 100% vermeiden. So, wir gucken mal, ob wir den Anhänger hier hinten dran bekommen. Aber ich glaube, das müsste theoretisch funktionieren. Schiebeschild natürlich unten, das komme ich hier nicht rüber. Dachte schon, hä, mit den riesen Reifen kann er gar nicht sein hier. So. Okay. Ja, sehr gut. Also wie gesagt, wir werden den Anhänger jetzt einfach ein bisschen zweckentfremden, aber das ist halt aus der Not heraus. Denn so viele Möglichkeiten gibt es ja nicht. Solange wir hier ein bisschen was drauf bekommen, ist das, bin ich damit völlig fein. Und ja, wir werden uns über kurz oder lang, wie gesagt, einen großen LKW holen. Wir werden uns so einen Rungenanhänger holen. Das wird alles passieren, aber aktuell müssen wir halt echt ein bisschen aufs Budget schauen. Und ich will halt eher für Sachen, die uns Profit bringen, Geld ausgeben. Und alles, was Quality of Life angeht, mit schöneren Fahrzeugen und Co. Ich glaube, da muss man einfach mal gucken. Ansonsten, wie gesagt, können wir ja immer noch mit dem anderen auch transportieren. So, jetzt müssen wir mal schauen. Wir machen mal. Genau, wir hängen den Wagen mal ab. Und gucken mal, dass wir unsere Fahrzeuge alle zu Schrott fahren. Ja, genau, so habe ich mir das gedacht. Im Moment mal, der Felix, der muss mal eine kleine Ecke, du musst mal ein bisschen rutschen, mein Freund. Du nimmst ganz schön viel Platz weg. So. Ja, überall die Steine hier. Ich bin blind. Ich bin total blind. So, okay, jetzt kommen wir, glaube ich, der Sache schon näher. Und ja, die liegen jetzt schon ein bisschen verstreut hier, aber wobei, wir schieben die mal noch ein bisschen zusammen. So. So, das heißt wieder ein bisschen die Gabel hier, hier das Schild vorne. Genau, ein bisschen runter machen. Ja, zumindest die wir hier kriegen. Ja, so sieht das schon ein bisschen besser aus, genau. Okay, so lassen wir das. Gerne den vorne noch. Naja, es ist okay. Es ist besser als nichts, ne? Wir machen das Beste draus. So, wir können nämlich die Container, so schön die sind, aber wir können die leider nur an der Container-Verkaufsstelle ja verkaufen. Wir können damit kein Sägewerk befüllen und nichts anders machen. Und deswegen müssen wir uns hier irgendwie anderweitig heute helfen. Und das ist jetzt ein Versuch. Wenn es nicht klappt, dann klappt es halt nicht. Dann müssen wir uns irgendwie einen anderen Wagen holen. Wenn es klappt, wie gesagt, es ist nicht elegant, ne? Das behaupte ich auch nicht. Das ist auch keine Dauerlösung, das kommt auch noch dazu. Aber es ist erstmal eine Möglichkeit. Ne? Es ist eine Möglichkeit, hier erstmal den Kram so zu transportieren, dass wir vielleicht, ja, ich sag mal, so ein bisschen was machen können. Der Vorteil ist halt der, wenn wir uns das Sägewerk kaufen, das hat ja nur eine Kapazität, also die Kapazität ist größer, aber die tägliche Produktionskapazität liegt irgendwo bei 10.000 Litern Holz. Und die 10.000 Liter Holz, die haben wir so schnell zusammen, dass wir eigentlich gar keinen Stress haben. Ach, jetzt.
Bist du jetzt unten? Ja, sehr schön. Genau, so habe ich mir das gedacht. So. Ja, hängt jetzt hier wieder ein bisschen wie Bämme dran an meinem Gerät, aber ist okay. Ist okay. Zenz, du brauchst mehr Feingefühl. Das kann sich halt wirklich keiner angucken hier. Also halt, hier ist wiederum der Nachteil, weil wir den Kram eben nicht... Ja, wir gucken mal. Was runterfällt, fällt runter. Ansonsten ist es okay. Okay, vielleicht vorne noch ein bisschen was drauf. Vielleicht sollten wir die mal hier festschnallen. Genau. So. Und dann können wir vorne zumindest noch ein bisschen was draufknallen, den anderen Kram, den können wir dann irgendwie mal mit dem Kleinen holen oder so. Das müssen wir uns mal überlegen, wie wir das machen. So, hier wieder ein bisschen zusammenschieben. Perfekt. Schild wieder hoch machen. Wie gesagt, Steuerung muss ich mich auch immer noch dran gewöhnen. Es dauert halt alles im Prozess, bis man jegliches Gerät... Die sind ja alle auch ein bisschen anders verinnerlicht hat. Und den werden wir ja eh nicht ewig haben. Den werde ich bald auch wieder zurückgeben. Er war ja nur... Ist er zu? Ja, der ist zu. Die Klammer geht nämlich manchmal auf, wenn ich die drehe. Es ist egal. Wir lassen das so. Wir nehmen die mit, wie die wir jetzt haben. Das ist völlig okay für mich. So, ich schnall die hier hinten noch an. Jetzt liegt der eine natürlich hier ein bisschen doof. Wir gucken mal. Es ist halt nicht der richtige Anhänger. Der ist halt nicht dafür gedacht. Es ist halt nur ein Kompromiss. Die Dinger liegen auch alle wie doof hier. Ich fahre auch gerade nicht wirklich clever hier rum. Ich will eigentlich nur hoch zum Sägewerk. Das ist eigentlich so ein Zweck. Wahrscheinlich wäre ich mit dem anderen gerade besser gekommen. Aber es ist okay. Wir beschweren uns nicht, das passt schon so. So, jetzt haben wir den einen, wie gesagt, der hängt hier tatsächlich ein bisschen doof. Ich glaube, den will ich nochmal... Den nehmen wir mal nochmal mit dem Felix. Und laden den nochmal richtig. Komm, bevor er erst runterfällt. Na, okay. Wir nehmen den jetzt trotzdem mit. Bin jetzt bockig. Ich will den mitnehmen. So, da haben wir ihn erstmal. Ah ja, nicht schön, aber... So, ich lasse jetzt hier fallen und hoffe, dass er liegen bleibt. Okay, perfekt. So habe ich mir das in etwa zumindest vorgestellt. Okay, alles klar. So, dann einmal anschneiden den ganzen Kram. Und dann müssen wir uns noch irgendwie hier wieder rauskämpfen. Oh. Den Felix mit angeschnallt. Das war knapp. So.
So, schlängeln wir uns hier mal durch. Ja, ich meine, tendenziell hätte man sich jetzt auch noch den Einrungenanhänger holen können, den ganz normalen, den man ohne LKW fährt. Der ist auch nicht so teuer, den hätte man sich sicherlich auch mieten können. Wir hätten uns wahrscheinlich auch den Auflieger mieten können für den LKW hier. Aber, ja, bitte sei es drum. Ich wollte das mal probieren, also wie gesagt, es geht halt nicht ganz ideal, aber man muss trotzdem sagen, sind ja ein paar Stämme hinten drauf. Ich denke schon, dass das vielleicht die ersten 10.000 Liter sind, das könnte schon sein. Müssen wir mal gucken, wie viel wir dann in der Produktion drin haben. Wenn es nicht genau 10.000 sind, ist es aber auch kein Problem. Ja. So. Muss mal dringend die Autodrive-Strecke einfahren. Das würde nämlich dann wahrscheinlich auch viele Sachen einfacher machen. Wobei ich das tatsächlich auch ein bisschen genieße, hier diese Strecken lang zu fahren. Die Straßen, das ist so schön. Und das finde ich, das habe ich bisher auch in noch keiner Custom-Map so gut gehabt, dass die Straßen auch wirklich gut und von großem Gerät befahrbar sind. Also gut, ich habe vielleicht auch einfach die falschen Maps gespielt, aber so dieser Kompromiss zwischen groß und klein und alles auf einer Karte zusammen, ich habe halt viel Oldstream-Farm gespielt und da sind halt die Straßen einfach mickrig, ne? Da kriegst du nicht viele große Geräte lang oder bleibst ständig irgendwo hängen oder die Kurven sind zu steil. Die Karten sind sehr schön, ne? Ohne Frage, aber es ist halt trotzdem nochmal was anderes. Aber so wie hier oder Elm Creek ist ja auch so eine Karte, das sind auch so riesengroße Straßen, das ist einfach... Gefällt mir. Orbelera ist auch wieder ein bisschen kleiner, finde ich, aber ja, aber hier bietet es sich halt wirklich auch an, mit großen Gerätschaften langzufahren, aber das braucht man halt auch, ne? Die ganzen großen Forstgeräte und so. Da braucht man schon ein bisschen Platz. Ach, hier oben ist noch eine Tankstelle, das wusste ich gar nicht. Oder beziehungsweise ist mir nicht so aufgefallen. So, naja, also wir werden auf jeden Fall jetzt das Sägewerk nehmen. Da müssen wir gleich natürlich wieder ein bisschen Kredit aufnehmen. Und da werden wir einfach produzieren, was es so gibt. Und dann kann man den Kram ja sowohl mit Zug als auch normal mit den... Ne? Ich meine, hier können wir tendenziell auf dem Wagen auch ein paar Paletten aufladen. Das sollte auch kein Thema sein. Dafür ist er eigentlich auch ganz gut. Ich weiß halt noch nicht so richtig, wie wir es jetzt mit den nächsten Geräten machen. Also eigentlich tendenziell wäre schon ein Traktor sinnvoll, mit dem wir halt ein bisschen alles machen können. Es gab den Kommentar, ich weiß auch nicht, ich glaube, ich habe es im Stream erzählt, ich habe es, glaube ich, in der Let's Play-Folge bisher noch nicht erzählt. Es gab den Kommentar von jemandem, dass es doch besser gewesen wäre, ich hätte den PM-Track nehmen sollen. Den hier. Ja, weil wir haben ja den Felix und den Felix, den können wir nur für das verwenden, für was wir ihn auch verwenden. Aber ich bleibe dabei, ich mag den und ich bin mit der Entscheidung, so wie das jetzt gelaufen ist, eigentlich recht glücklich. Auch wenn er natürlich in unserer Konfiguration noch ein bisschen teurer war. Ne, hier hätte man theoretisch sogar komplett sagen können, man kann das Ding umkonfigurieren und hat einen völligen Standardtraktor mit 180 PS. Den man sogar noch aufplustern kann auf 236 PS. Es wäre sicherlich klar, es wäre die clevere Entscheidung gewesen. Ohne Frage. Vermutlich würde ich das im nächsten Let's Play auch definitiv im nächsten Versuch so machen. Und ne, gibt's ja auch, kann man ja auch sagen, man nimmt nur den Kran oder man nimmt ja nur den Kran, ne? Kran beziehungsweise Kran mit Schilds. Geht halt alles so, wie es ist. Ne? Es ist alles eine coole Sache, aber ja, es ist jetzt, wie es ist. Wir gucken mal. Wir werden jetzt das Sägewerk nehmen. Vielleicht haben wir ja im nächsten Monat irgendeinen coolen Traktor im Angebot. Ansonsten müssen wir uns irgendwie Gedanken machen. So, heißt also jetzt neue Schulden aufbauen. Haben wir es nicht ganz in den schuldenfreien Bereich geschafft. So, und genau. Wir machen mal so. Da sind wir bei 355. Da haben wir noch ein bisschen Puffer, ne? Klein wenig Puffer ist noch da. So, kaufen. Okay. Sehr schön. Güter fehlen. So, jetzt müssen wir mit dem irgendwie hinter ans Wasser kommen. So, jetzt haben wir natürlich das Problem, dass das ein Drehschemel ist und ich, oh Gott, auch noch mit so einem Knickgelenk-Radlader das Ding vermutlich im Leben nicht gerade ins Wasser bekomme. Naja, das fängt jetzt schon an, anstrengend zu werden hier.
Oh, sehr viel Feingefühl. Damit er hier nicht doof einschlägt. Kann euch auch gar nicht so richtig sagen, ob das gleich zählt. Doch, guck mal, da kommen schon die Hölzer hoch. Seht ihr das? Am Sägewerk, da läuft was. Also ich glaube schon, dass er den gerade entlädt. Ja, also da verschwinden auch die Balken jetzt von unserem Fahrzeug hinten drauf und gehen wunderhübsch ins Sägewerk rein. Das dauert einen kleinen Moment, bis das hier komplett alles abgeladen ist, aber ich finde das ziemlich cool, wie das gemacht ist. Und der Trigger ist echt riesengroß. Wir können uns ja nochmal ganz kurz hier diese Beschreibung durchlesen, während da hier durchläuft. Okay, Sägewerk, ne? Hier kannst du deine gefällten Bäume ins Wasser werfen, um sie an das alte Sägewerk zu verkaufen. Wenn sie kürzer als 1,50 Meter sind, werden sie stattdessen zu Holzschnitzeln verarbeitet. Wenn du das Sägewerk besitzt, kannst du es auch als Produktionsstätte nutzen. Um das alte Sägewerk wieder zu verkaufen, interagiere mit dem Teich im Baumenü. Werfe hier eine kleinere Bäume und Äste in die Maschine, um mehr Holzhackschnitzel als üblich zu erzeugen. Das ist das Gerät hier hinten. Das gucken wir uns auch gleich noch an. Das südliche Sägewerk kann von niemandem gekauft werden. Du kannst dein Holz hier verkaufen, um fertige Produkte zu erhalten. Kaufe sie für eine kleine Summe. Also das ist das andere Sägewerk, das, was wir, wo wir unten ganz am Anfang verkauft haben. Das hier, ne? So, und das mit der Hackschnitzelproduktion ist hier hinten. Muss tatsächlich mal kurz gucken. Ja, wir haben die Laufgeschwindigkeit, ist ein bisschen niedrig. So. Genau, hier können wir Hackschnitzel produzieren. Und zwar werfen wir das hier rein, so wie ich das verstanden habe. Das müssen wir uns mal noch angucken. Und dann sollte, glaube ich, da drüben sollten die, das Hackschnitzel rauskommen. Das können wir uns aber gleich nochmal anschauen. Ich würde vielleicht sagen, wir stellen mal wir gucken erstmal uns die Konfigurationsmöglichkeiten an. Also im Moment ist alles aktiviert. Ich würde aber tatsächlich aus gegebenem momentan einfach die Fertigwände deaktivieren, weil die, so wie ich mir ausgerechnet habe, bringen mir einfach weniger Umsatz. Klar kommt da weniger raus und wir haben letzten Endes, wir müssen mal schauen, was produzieren wir hier? Fertigwände, genau. Fertigwände kriegen wir 5600. Lange Bretter, Holzbalken. Müsste auch noch normale Bretter geben, oder? Genau, normale Bretter. Und Hackschnitzel, glaube ich. Wo auch immer das ist. Hier Hackschnitzel, genau. Dafür gibt es ja logischerweise jetzt nicht so sehr viel. Aber ich habe mir das mal ausgerechnet auf einem Blatt Papier. Und die anderen, also die liegen ungefähr identisch. Für die drei Sachen bekommen wir in etwa gleich viel Geld. Das ist ungefähr, wie gesagt, 1,5-fach können wir hier Gewinn machen zum normalen Holzverkauf. Und die Fertigwände geben uns halt ein bisschen weniger. Wenn wir sie für die Produktion brauchen, ist es ein anderes Thema. Aber momentan würde ich es vermutlich einfach so lassen. So, und Hackschnitzel sehen wir, jetzt wird hier schon produziert. Da müssen wir tendenziell eigentlich gar nicht viel machen. Ich kann vielleicht mal die Uhrzeit voranschreiten lassen. Da können wir uns den ganzen Spaß angucken. Ne? Unten rechts sehen wir jetzt schon, wie die Produktionen durchlaufen. Und theoretisch müsste eigentlich hier hinten, da sehen wir schon, da passiert auch ein bisschen was. Na, das ist hier das Hackschnitzel. Geh mal ein Stück zurück, das ist ziemlich laut. Ich weiß gar nicht, ob das funktioniert, wenn ich da einfach einen LKW drunter stelle und den einfach voll laden lasse, um mir den Kram zu sparen. Selbe Frage wäre auch beim Eisen, bei der Eisenerzstelle. Wenn das mal jemand probiert hat, kann er das gerne mal reinschreiben. Oh, verdammt. Ja, jetzt seht ihr, dass wir ein bisschen geschlafen haben, denn wir haben unsere Fahrzeuge nicht zurückgegeben. Und zahlen jetzt sozusagen die Mietgebühren. Und zwar einmal für den
Und aber auch für den anderen. Sonstiges. Genau, das war von Anfang noch, ne? Sind wir bei den Mietkosten jetzt schon. Ja, dann ist es jetzt so. Dann haben wir jetzt die Mietkosten bezahlt. Dann macht es, spielt es auch keine Rolle mehr. Dann können wir die heute auf alle Fälle auch noch behalten. Ganz problemlos. Und ja, können wir schauen, ob er mittlerweile ein bisschen was produziert hat schon. Also hier steht jetzt schon eine Palette lange Bretter, 1000 Stück. Hier steht eine Palette Holzbalken. Und soweit wie ich das mitbekommen habe, genau, hier parkt quasi die restliche Produktion. Na, Holzbalken, lange Bretter. Und hier haben wir, glaube ich, genau, das sind einfach nur normale Bretter. 600 Kilo, 600 Kilo wiegen die Dinger. Ja, ist schon ein bisschen was da, ne? Wenn wir überlegen, ne? Hier haben wir 1000 Stück, 220 Kilo. Ich glaube, es ist ja immer der Stückpreis, den wir bekommen, ne? Das heißt, wir haben jetzt schon drei Paletten mit langen Brettern. Wir haben eine Palette mit Holzbalken. Da können wir nochmal ganz kurz in die Produktion reinschauen. Das Holz ist alle. Ne? Holz ist alle. Der produziert scheinbar doch ein bisschen schneller, als ich das gedacht hätte. So, lassen mal 7 Uhr. Ja, das ist doch eine schöne Uhrzeit. Guck mal, die Sonne geht gerade schön aus. Wunderhübsch, wunderhübsch das Ganze. Vielleicht gucken wir mal, was wir dafür noch kriegen. Den Kram können wir noch verkaufen fahren. Würde ich einfach so, wie es ist, heute nehmen. Wir müssen eh beobachten, wie sich die Preise entwickeln oder so. Da würde ich jetzt aktuell noch gar nicht so viel drauf geben, denn wir brauchen aktuell das Geld. Ich nehme das einfach so, wie es ist. Das heißt, wir könnten mal den Zug mieten. Und könnten den Kram alles in Elm Creek verkaufen. Ich glaube, das ist gar keine so schlechte Idee. Da kriegen wir für die Bretter ein bisschen was. Ah, guck mal, jetzt haben wir eine schöne Preisübersicht. 1400 im Juli. Und der aktuelle Preis liegt aber auch bei 1400. Also das ist schon auch ein Top-Preis. Da müssen wir uns nicht beschweren. Und der geht aber runter bis 1100. Das heißt, es gibt tatsächlich auch echt krass niedrige Preise. Ich würde es mal so lassen, die Holzbalken selber. 3000 im September. Andere Preise hat er hier jetzt noch nicht. Ist aber auch im Elm Creek gut. Steigt aktuell noch. Und ich weiß auch nicht so recht. Füttern wir den noch ein bisschen? Vielleicht fütter ich den noch ein bisschen. Vielleicht hole ich noch ein bisschen Holz ran. Hol mal noch den Kleinen ran und würde sagen, also wir gucken uns das auf alle Fälle nochmal an. Da hätte ich schon noch Bock drauf. Wobei. Nö. Wenn ich mir die Folge so angucke, wir sind schon ziemlich nah am Ende. Ich produziere bis zur nächsten Folge noch ein bisschen durch und da gucken wir uns den Verkauf mit dem Zug an. So als kleinen Cliffhanger. Und hoffe, dass wir uns dann einfach wiedersehen und würde sagen, bis denn. Tschüss.